Hallo, liebe Freunde von meiner Whisky. Jo, den Abend gibt's auch noch. Und ich hoffe, ihr kennt mich noch, ne? Also so langsam werden die Haare immer mehr. Der Bart wird auch voller. Corona-bedingt entwickelt man sich so langsam so ein bisschen zum Kettwiesel. 5 Minutes soll's werden wieder. Ich versuche mich kurz zu halten. Heute ist was Neues bei uns eingetroffen, neue Stöffchen. Und die sollen natürlich auch zum Wochenende wieder für euch zur Verfügung stehen zum Kauf. Mit dem Probieren ist es ja momentan ein bisschen, sage ich jetzt mal, problematisch. Ihr seht da im Hintergrund, ist sozusagen fürs nächste Survival-Pack Online-Tasting schon die Batterie aufgebaut. Das heißt, das werde ich heute Abend nicht machen. Das heißt, werde ich in den nächsten 2 Tagen das Video dafür erstellen. Ihr könnt dann eben halt online zu dem Zeitpunkt das verfolgen, wenn euch das passt und dementsprechend Stück für Stück die Verkostungsinfos von mir bekommen und dann selber letztendlich die Sachen angehen. Ich guck mal, bin mir noch nicht sicher. Bis dato habe ich das immer auf Facebook letztendlich veröffentlicht. Ich gucke seit 1,5 Monaten auch schon vorher immer mal wieder was auch in YouTube. Mal sehen, vielleicht wird mein YouTube-Kanal mal vervollständigt und jetzt auch mit den Videos, die es eigentlich momentan nur unter Facebook gibt, dass ich die da reinlade. Dann ist es einfacher, letztendlich da auch mal sich ein Filmchen anzugucken. Hoffen wir, dass wir nicht mehr so lange im Lockdown uns befinden und wir dann doch wieder auch unsere ganz normalen Abende einmal im Monat letztendlich verbringen können. Das ist der Grund, warum ich heute mich hier hingesetzt habe, um euch das Wasser im Munde zusammenlaufen zu lassen. Bei mir ist es schon so. Ich habe heute über Tag schon gedacht, dass das gekommen ist. Boah, ist Vize-Freitag bei mir. Ja. Und dementsprechend habe ich mich da dann dazu entschieden, die Flasche heute mal aufzureißen. Was haben wir hier? Ein Blatt noch. Ihr wisst, wir haben viele Blatt noch bei uns im Laden und nicht nur im Laden. Ich bin da ein richtiger Freund von. Ich habe schon über Jahre hinweg immer eine Affinität zur Distillerie Blatt noch gehabt. Viele einzelne Fassgeschichten letztendlich damals noch von Mame Armstrong gehabt. Jetzt unter der neuen Serie eben halt von dem David Prior, der da eben halt jetzt hier diese Brokaten Pülleges hat, kommen eigentlich immer nur selten Einzelfassgeschichten raus. Unser deutscher Importeur, Alma Import, unter seinem Label Vibrant Stills, hat aber ja noch zum Ende des Jahres 2020 eine Abfüllung aus einem Rotweinfass, durchgängig gereift im Rotweinfass von 2008, 2020 abgefüllt, ein Einzelfass bekommen. Exklusiv für Deutschland. Flaschenanzahl 264, 56,1% ist das Fass Nummer 40 gewesen. Ihr seht, bei den anderen Geschichten war auch schon mal wieder so die Sache, dass da eben halt Holzkorken verwendet worden ist. Hier wird da das Brokate mit richtig schwerem Geschütz aufgefahren und ich habe mir das Tröpfchen natürlich schon mal einlaufen lassen, um dementsprechend ein bisschen ja das Destillat schon mal so ein bisschen atmen zu lassen. Und die Nase war schon das ein oder andere Mal dran. Da hat auch vorher nichts gebissen bei mir in der Nase. Farbe, Rotweinfass, ihr könnt sehen, halt das mal hier hin. Das ist wirklich rot, ne? Irre. Nicht so, wie man es bei Sherry-Geschichten kennt oder sowas, dass da so ein dunkles oder sattes Rot von einem Pedro Ximénez Fass vielleicht schon mal ist. Nee, hier ist wirklich ein richtig schönes, ja, hellrote Geschichte. Also ist irre. Ja, ist eine richtig tolle Farbe. Und natürlich möchte ich da jetzt erstmal schon mal mit der Nase dran gehen. Auch jetzt hat sich noch nichts verändert. 56,1%. Man hat sonst schon mal Blatt noch füllt bei seinen Brokaten Geschichten jetzt hier, die wir haben hier mit seinen Abfüllungen eigentlich mit 46,7 ab. Das ist so eine krumme Geschichte letztendlich, die haben. Wo man sagt, boah, da kann man auch schon mal was Kräftiges haben. Und ich bin einer, beim Blatt noch muss ich immer mal wieder dran gehen. Auch die Bourbonfässer. Wir haben momentan auch mal noch einen 11-Jährigen. Der ist schon richtig kräftig mit seinen 46,7%. Hier jetzt in der Nase, so gut wie gar nichts. Ich selber habe auch immer mal wieder, ich glaube beim
letzten Open Bottle Evening wäre das eine Abfüllung gewesen. Das ist der Samsara, den hätte ich dann nochmal gehabt. Der ist damals auch in diese Survival-Rack-Geschichte gegangen. Da sind immer noch der ein oder andere Tropfen, letztendlich bei mir von zu Hause, wo ich immer wieder rangehe. Das ist ein Rotwein-Finish gewesen aus kalifornischen Rotweinfässern. Hier habe ich jetzt leider keine direkte Information, ob es kalifornische Fässer waren oder ob es ein deutsches Fass ist. Muss ich mich nochmal einlesen. Angesagt, dass das eine Durchreifung ist, letztendlich von einem ehemaligen Rotweinfass. Und auch hier, da beißt nichts trotz der hohen Alkoholstärke in der Nase. Bienenwachsnoten. Da kommen kirschige Noten durch. Nicht irgendwie so, ja, dunkle Früchte sind das. Macht schon Spaß, einfach nur mit der Nase dran zu sein. Bei so einer hohen Alkoholzeit ist das teilweise, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt typisch. Das kann schon mal auch mal ein bisschen pritzeln in der Nase. Ist ja nicht. Jetzt habe ich ja schon so lange, sage ich jetzt mal, über eine halbe Stunde letztendlich den Tropfen im Glas gehabt. Ist schon so bei mir am Spuck am Zusammenziehen. Ich muss jetzt mal dran. Muss ich mir jetzt mal fassen. Kann man gar nicht so vorfassen. Das fängt unwahrscheinlich fruchtig süß an. Nach einem kurzen Moment hoher fruchtiger Süße im Mund switcht das um und fängt an zu britzeln. Heißt also, die Alkoholstärke kommt durch. Da fängt es richtig an zu arbeiten. Der wird trocken im Mund. Wie man das vielleicht von einem trockenen Rotwein auch kennt. Zieht wirklich so ein bisschen auch dann die Spucke. Eigentlich kenne ich das eher dabei. Tropfen, die irgendwie so an die 60 Volumenprozent haben, dass das dann so extrem dröge wird im Mund. Ihr habt gesehen, der Mund war zu. Speichelfluss setzt da ein. Das fängt an zu arbeiten. Geht rüber in schokoladige Noten. Immer noch jetzt da. Trockene Weich, das heißt, der Speichel kann dann letztendlich so ein bisschen fassen. Zwischendurch hat man mal so einen kurzen Switch Getreide gehabt. Und jetzt ist immer noch ein schöner Nachklang da. Boah. Also, ich habe ja schon viele Black Moss letztendlich im Glas gehabt, wo der ein oder andere von euch auch schon mal bei einem alten Tröpfchen enttäuscht war, wo er gesagt hat, boah, so ein einfaches Bourbonfass, wo ich total schwer begeistert von war. Ich kenne Sherryfässer von Remy Armstrong, Einzelflaschen. Ich guck ja so schräg gegenüber noch auf so eine tolle, ja, sagt man, Belty-Label, ne? War das früher. Wo auch wirklich ein guter Alkoholgehalt war, 55%, ähnlich so wie jetzt hier. Aber das Rotweinfass so, wenn das jetzt wirklich ein Effekt dieser langen Reifung ist, irre spannend. Das Schöne ist, hat man jetzt immer noch etwas. Sonst ist es immer so, dass man auch vielleicht beim Markt noch dran zu gehen. Habe ich jetzt gar nicht so das Bedürfnis nach, weil immer noch was im Munde ist. Und sich das ändert. Also schokoladige Noten. Ich bin ja sonst auch ein Freund, der bei ja, guten Bourbonfassgeschichten auch schon mal oder bei einem schönen, dunklen, satten Sherry-Reifung eine Schokolade zu mag. Die habe ich ja selber im Mund. Da hätte ich jetzt schon fast gedacht gehabt, nee, das ist mir dann zu viel. Die ein oder anderen essen da schon mal irgendwo so ein. Ein Grissini, ne? Also ich würde jetzt ja mal so ein Grissini haben wollen, was man sonst beim Wein irgendwo mal hat, um nochmal zusätzlich was zu haben, was man im Mund hat. Klasse. Irre jetzt wieder gar nicht mehr so dieses extrem Fruchtige, kommen da so Bienenwachsnoten im zweiten Rang.
Ja, also wirklich richtig Bienenwachs. Wie man das sonst so von der Kerze kennt. Weihnachtsmarkt schon mal war, wenn man so ein wirklich so was frisch gerolltes irgendwo hat. Mal hier auch ein Glas Wasser stehen. Mache ich auch noch mal ein bisschen mehr Stritzen. 56. Möchte den mal unter 50 so ein bisschen kriegen. Für mich kommen jetzt immer noch mehr diese Bienenwachsnoten durch. Aber jetzt auch. Dunkle Früchte, dunkle Kirschen, jetzt auch gesagt. So satte, feste. Ist ja nicht mehr ganz so stark, dass ja so trocken, dass einem so wirklich der Speichel aus dem Mund gezogen wird. Von daher hat dem Effektschwall das gut getan. Aber diese schokoladigen Noten sind weiterhin da. Und immer noch nicht der beißen. Ne? Manchmal ist es auch so, wenn man Wasser dabei tut, dass so ein Whisky ein bisschen doch stechender wird in der Nase. Hier überhaupt nicht. Ganz was Neues für mich. Toll. Er gehört 264 Flaschen. Rar verteilt in Deutschland. Das ist sicherlich was für die Sammler. Da haben wir auch die ein oder andere bei uns hier in Gladbeck. Schaut rein, sage ich nur. Wenn weg, dann weg. Und ja, wenn mit der Teilen erlaubt ist, mich ansprechen. Flasche ist offen. Da werden auch wieder Samples irgendwo rausgehen. Mal sehen. Ob das vielleicht beim nächsten Tasting-Set im März dann der Fall sein wird, dass ich, wenn ich dann nicht selber zu viel reingegangen bin. Ich sage dann mal, schöne Tage noch. Wir sehen uns vielleicht am Wochenende. Sláinte, euer Armin.